Alter, was mache ich hier? Gott sei Dank ist keiner vom Mörser hier anwesend. Hi Chris, I have a new load for you. You can find it also in Holbrook. So you don't have to deadhead too much. I have sent the address to your navigation system. The company is called General Store. You must deliver it to Walmart in Kingman, Arizona. Have a good trip. Take care, Matt. Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt wieder ein neues ATS-Video. Heute ist der ATS-Drehtag und ja, ihr habt es ja gerade vom Matt schon gehört, es geht für mich gleich zu einer Firma, wo ich ganz unspektakulär leere Paletten transportieren darf. Ja, der Kumpel macht Pause da hinten. Wir haben ja in der letzten Folge hier auf dieser Baustelle abgeliefert und das waren ja diese komischen Rohre, die zu dieser Baustelle mussten. Ich habe mich hier hingestellt, das ging, ich habe mit der Firma gequatscht, ich konnte jetzt die Nacht hier übernachten und bin jetzt fahrbereit und es kann zum nächsten Auftrag gehen. Deswegen legen wir mal los. Und Navi ist schon eingestellt. Boah, ist aber echt gefährlich, wenn man hier runterrasselt. Dann war's das, glaube ich. Aber es sind ja nur, es ist ja nur eine Meile. Von daher. Turn left. Schaut noch okay aus. Turn right. Also Verkehr ist hier noch nicht so groß angesagt. Alright, get ready, because you're gonna turn left. Habe ich nichts gegen. Die Marktstände müssen auch noch aufgebaut werden. Na, 7 Uhr morgen. Früher Vogel scheint hier wohl hier nicht zu existieren. Alright, get ready, because you're gonna turn left. So ein Trödelmarkt sieht das ja fast aus hier. Turn left. Dann nach vorne. Super nett. Dankeschön. Ja auch? Was ist denn los hier? Krass. Bleib ich ja direkt mal hier. Keep left. And then turn left. Hat keiner gesehen gerade. Eigentlich hätte ich rechts rüberfahren müssen, aber. Well, I gotta recompute now. Wieso recompute now? Hätte ich da reingemusst? Nö, oder? Ich fahr doch hier rein. Keep right and then turn right. So. Here we are. Aha, geht doch. Gut, ich werde mir gleich mal den turn right. Kollegen da vorne schnappen und mal fragen, wo es hier weitergeht und Papiere und so weiter. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Ich muss hier links rüber, laut Navi. Irgendwo hinter der Firma scheint wohl. Ah, hier ist der Kollege, aber da komme ich nicht durch. Okay. Hä? Okay, muss ich jetzt. Komplett rum, ja, die tolle Wurst.
Ich bin ja schon außerhalb der Karte. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendeine komische, unsichtbare Wand hier auftaucht. Hä? Habe ich komplett falsch gefahren. Also der Blinker in meinem G29, der ist irgendwie nicht hinüber, aber der ist schon zu oft benutzt worden, habe ich den Eindruck. Das ist ja fast Ghost Town hier. Ist aber falsch eingezeichnet. Mal hier auf. Okay, here we go! Dann würde jeder hier links fahren, um die Ware abzuholen. Das heißt, ich muss hier lang. Und dann rückwärts ran. Für die großen Zugmaschinen auch relativ eng hier alles. Train of the day. Okay, here we go. Gut, dann lass uns mal loslegen. Der Auftrag müsste jetzt auch mit dem Hub sein. Leere Paletten 31.000 Pfund. Da sind wir wieder bei so um die 14 Tonnen, würde ich schätzen. Nach Kingman ist eine relativ kurze Tour zu Walmart. Die müssen wahrscheinlich da wieder Produkte drauf platzieren. Turn left. Was für mich zu halten? Ich fahre noch hier direkt runter wieder. Die Armee sind der Führerschein. Keep left and then turn left. Aber ich darf nichts sagen, ich habe auch gerade nicht geblinkt. Ich hebe das mal auf den Blinker hier vom G29. So, das heißt, es bleibt auf jeden Fall in Arizona. Ich glaube, Ja, Kingman ist auf jeden am Ende oder am Rande von Arizona Richtung Kalifornien. Turn left. Wo der Chris Binford nicht so gerne fährt, wie er in einem letzten Video erzählt hat. Hat mich mega gefreut. Neues Video vom Chris Binford. Schaut es euch an. Wie immer sehenswert. Wo wir wieder bei den Kollegen sind. Also ja, der Chris hat wieder ein Video rausgebracht. Er ist. Da ist mit meinem Mund hier ausspringen hier. Okay, go straight on. Er ist auf der Richtung nach El Paso und er hat in seinem letzten ATS-Video also wo, erzählt, dass er eine neue Filiale oder eine neue Geschäftsstelle in El Paso aufmachen will. Das wird sein neuer Hauptsitz in Texas und er möchte dann ja, das Texas DLC sich anschauen, alles erkunden. Habe ich absolutes Verständnis für und kann ich absolut nachvollziehen. Freu dich drauf, Chris, ist ein super DLC. Er steht aber aktuell in Tucson, ist auch Arizona, er ist auf dem Weg nach El Paso und macht da jetzt Pause. Und hat in seinem letzten Video seinen neuen Livestock-Trailer vorgestellt und so ein bisschen von geschwärmt. Er sah echt gut aus, Chris.
mit diesem Livestock-Trailer möchte er dann auch, den möchte, glaube ich, auch in El Paso platzieren und dann damit Touren fahren. Und so wie ich es verstanden hatte, will er ihn noch ein bisschen anpassen. Also der wird noch ein bisschen modifiziert anscheinend. Und hat einfach wieder richtig Bock auf ATS-Videos, was mich sehr freut, weil ich bin eigentlich über Tom Diesel und Chris Binford hier zu den YouTube-Videos gekommen. Oder die habe ich quasi als erstes geguckt bei auf YouTube. Was ATS anging und ATS 2. Eine ganz nette Real-Life-Story, die du rausgebracht hast, Chris. Du hast erwähnt, dass du früher in Amerika gelebt hast, irgendwie vor ca. 20 Jahren oder so. Da würde ich nämlich ja ein paar Real-Life-Stories von dir interessieren, wenn du das, ich weiß nicht, ob du das posten willst oder erzählen möchtest, aber ich bin ja auch auf jeden Fall so ein interessiert in dem Land. Und ja, wenn du da Bock hast, mal von zu erzählen, was du da gemacht hast und warum du da gelebt hast und was du da erlebt hast, erzähl es bitte und würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und er bleibt im ATS natürlich im Owner-Operator-Geschäft. Er ist da nicht angestellt wie ich. Er fährt sein eigenes Ding, hat seine eigenen Aufträge. Was ja auch so ein bisschen mein Ziel ist. Aber derzeit noch nicht abzusehen. Bin auch sehr zufrieden mit Mercer aktuell. Die geben mir eine gewisse Sicherheit, was die Vergütung angeht. Damit kann ich mich über Wasser halten. Und versuche so ein bisschen, ja, mein Guthaben, was ihr da oben seht, ein bisschen aufzubauen. Auf große Überholerei jetzt. Aber Arizona auf jeden Fall ein Hingucker hier. Also wer Wüsten mag, trockenes Land ist hier genau richtig. Ja, der nächste im Bunde, Thomas Uhl. Grüße, Thomas. Du hast ja Grüße aus Kanada geschickt. Und bist aktuell in Tacoma, Washington. Ja, war ja eine richtig coole Folge. Im winterlichen Outfit. Hat er ja gesagt, dass du das mit dem Nebel nicht so cool fandest. Das fand ich nämlich gerade cool. Hat so richtig die Stimmung wieder gemacht, dass es richtig arschkalt war. Du musstest ja dann irgendwie bei minus 6 Grad, glaube ich, dann auch da in Tacoma übernachten. Ich glaube, du hattest auch schon im letzten Mal, du hast mir, glaube ich, eine Private-Nachricht oder irgendwo auf dem YouTube-Video gesagt, dass du jetzt nach Great Falls unterwegs bist. Das wird wahrscheinlich in deinem nächsten Video rauskommen. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Für mich geht es erstmal, wie gesagt, nach Kingman, Arizona und dann mal schauen. Also immer so kürzere Trips. Vielleicht hat doch der Matt irgendwann mal was Längeres mit mir vor. Müssen wir mal abwarten. Ich sehe gerade, der Tank ist auch nicht mehr so ganz voll. Der geht nämlich schneller leer, als man denkt. 308 Meilen noch. Ich glaube, ich werde die nächste Tanke mal anfahren. So, ich muss gerade mal was einstellen hier in den Knöpfen, weil irgendwie das Navi hier hat nicht mehr funktioniert, war nicht mehr auf der Taste, wo ich es eigentlich vermutet hatte. So, irgendwie kommt jetzt nichts groß an Tankstellen. Ich werde das mal beobachten. Ja, der Hermann M. Punkt, der ist immer noch in... Go straight on. Ich werde jetzt weiterfahren. Der ist noch in Portland, Washington, also oben im Nordwesten. Er hat noch kein neues Video rausgebracht, er warte aber dann bald ein neues. Also ich kenne Hermie, der haut da regelmäßig Videos raus. Also
Da wird schon bestimmt bald was kommen. Genauso wie beim Harry de Jong. Ich habe mit ihm letztens im Discord gequatscht. Er ist immer noch in Van Horn, Texas. Konzentriert sich im Moment so ein bisschen auf seinen ATS-2-Story-Modus. Wird aber irgendwann auch wieder ein ATS-Video rausbringen. Keep left. Da bin ich mir sicher. Und zu guter Letzt, Jan Bollermann ist auch noch in San Antonio, Texas. Also relativ viele, die gerade in Texas sind. Hat auch noch kein neues Video rausgebracht. Ja, mal gucken. Da wird es bestimmt was geben bald. Und was mich freuen würde, mein Chef in ETS Story Modus, der Micha, hat auch mal überlegt, ein ATS-Video rauszubringen. Also Micha, wenn du das siehst, es würde mich freuen. Ein bisschen mehr Content quasi im ATS-Bereich bei uns aus der Community. Ist immer gut und macht es vielleicht auch ein bisschen interessanter für die Leute zum Zuschauen, dass man so ein bisschen auch mit anderen interagieren kann. Der denn geladen hier? Also Ladungssicherung, naja, nicht so ganz optimal. Ich will den Bruder mal überholen hier. Ja, das ist doch hier. Ja gut, ich glaube, das ist vom irgendeinem Trailer-Mod. Das hat der Modder nicht so ganz cool gemacht. Das muss ein bisschen besser festgezurrt werden. Gas hier, der Kollege. Da komme ich. Elefantenrennen brauche ich jetzt nicht. Muss man eben kurz schauen. Also, Tankstelle, dann peilen wir doch mal die hier an. Ja. Okay, here we go. Das passt doch ganz gut. Keep right and then exit right. Exit right. Yes, we do. Turn right. Ja, im letzten Video hatte ich ja so ein bisschen berichtet, dass ich ja so diverse Schulungen gemacht habe, was auch so Spezialaufträge angeht. Und ja, das Ding ist jetzt wieder ein bisschen plain vanilla, also Standard, einfach leere Paletten, aber gut, das muss ich halt, ich muss halt fahren, was mir gegeben wird. Aber ich habe die Dinger, die Lizenzen in der Tasche. Wenn mal irgendwann das ohne Operator Modell. Alright, get ready, cause you're gonna turn left. Ich muss left hier, weil ich mich tanken muss. Auf mich zukommen sollte. Turn left. Dann kann das nur von Nutzen sein, also. Alright, get ready, cause you're gonna turn left. Hier reindüsen. Turn left. Car wash, yeah. Recomputing. Gucken, was sie in Arizona für Preise haben. Wird ja auch wieder bei die Firma bezahlt. $4.66, ja, das war auch schon mal günstiger. Die Amerika-Interessierten werden es wissen. Gucken, was pumpen wir denn rein? 200 Gallonen. Ja. Zudrehen hier. Okay, knapp $1,000. Also liquide sollte mal in Amerika sein. Das ist Einbahnstraße, Junge, also genau. Du musst da links lang.
Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich halt auch mal ein Video raushauen würde. Vielleicht kann man da was machen. Ich weiß gar nicht, er hat ja schon mehrere ATS-Videos früher ausgebracht, aber kannte ich ihn noch nicht. Ob er jetzt im Unterhaltergeschäft drin ist oder ob er einfach so fährt für eine Firma. Oder das muss ich mir nochmal erklären lassen. So, Gas geben. Cool. So, ab auf dem Highway. Schöne 75 hier am Start. Der arme Chris musste in Kalifornien mit 55 fahren. Der ist nämlich 55, Höchstgeschwindigkeit. Es hat ihm nicht so gut gefallen. Wobei 55 Meilen sind ja das gleiche wie 90 km/h. Also eigentlich von europäischen Verhältnissen ganz okay. Übrigens der Zug. Ein Dropdeck. Also kein Flatbed. Ist ein bisschen, also es ähnelt dem Flatbed, aber das Dropdeck ist quasi vorne noch eine Lagefläche. Das sieht man aber ganz okay festgezogen. Okay, go straight on. Aber ein bisschen Ladefläche hinten verschenkt. Aber gut, ist halt so. So, jetzt müsste der Tank doch wieder, das hat er 1,5, ne? Aber ich wette, wenn ich 1500 Meilen auskomme, das ist irgendwie die Meilen, die droppen hier schneller als ich fahre. Oh, hier Sekunde eine Meile runter von der Reichweite, das kann eigentlich auch nicht sein. Irgendwas ist da komisch. Aber laut Verbrauch habe ich hier 4,6 Meilen die Gallone. Das ist okay. Das ist nicht gut, aber es ist auch nicht mega schlecht. Ich hatte ja auf der letzten Tour diesen Spezialtransporter mit 100.000 Pfund und mehr. Schauen, dass ich hier runterbremse. Das hat natürlich den Benzinverbrauch enorm nach oben gedrückt. Und so viele Touren bin ich mit dem guten ja noch nicht gefahren. Um genau zu gehen. Mal gucken hier. Ich glaube, zwei da oben. 2479, das müsste die Meilen. Genau. Die Meilenanzahl sein, mit denen ich mit dem Truck schon gefahren bin. Also, der ist neu noch. So einen könnte ich mir eigentlich auch gut als eigenen LKW vorstellen. Später mal, wenn ich mal dieses Owner-Operator-Modell mal annehmen würde. Ich finde den Sound cool. Ich finde den LKW an sich zuverlässig. Er sieht gut aus. Ich finde dieses. Was von vorne gefällt, die Schnauze gefällt mir. Gucken wir mal. Oder ob es ein ganz, ganz alter Oldschool-Truck wird. Wer weiß. Oh, Historic 66. Keep right. Route 66. And then exit right. Die beginnt hier oder es geht hier lang. Exit right. Turn right. Da
dann haben wir es auch schon geschafft. Das war jetzt auch wieder eine relativ kurze Tour, aber ich glaube von der Videozeit ganz angenehm. Ich weiß es gerade jetzt nicht, wie viel, aber ich schätze mal so irgendwas zwischen so 25, 30 Minuten. Beeilen, bevor der Truck da hinten kommt. Here we are. Gucken, wo die uns hinschicken hier. Ich gehe gleich mit seinem Hauskollegen raus, dann sehen wir uns gleich wieder. Yes, okay. Yes. Yes, behind the warehouse. Over there, left, and then I will find it. Thank you. Also, er will uns hier um die Lagerhalle lotsen. Da hinten ist wohl schon alles hingestellt. Ihr kennt es ja, die Hütchen, die berühmten. Schauen wir mal, wo er uns haben will. Irgendwie da hinten in der Ecke, laut Navi. Na schade, er möchte uns... muss ich über die rechte... über die rechte Seite rückwärts reinfahren. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Naja, dann schauen wir mal. Man kennt ja echt nichts. Mal schauen, vielleicht muss ich nochmal den normalen Modus, in den Außenmodus switchen, wenn es nachher nicht passt. Erstmal ein bisschen näher kommen hier. Irgendwo anstoßen. Ja, scheiße, muss ich dazugehen. Also ich kann über den rechten Spiegel kann ich nicht einparken, das ist irgendwie alles zu weit weg. Ich würde mich gerne auf der linken Seite kannst du hier schön den Kopf raushalten, dann siehst du mehr. Gesagt, getan, schon fahre ich hier auch so komisch rein. Anscheinend kann ich nicht zwei Dinge gleichzeitig machen, also reden und einfahren geht nicht. Ey, Alter, was mache ich hier? Gott sei Dank ist keiner von Mercer hier anwesend. Die würden mich rauswerfen nicht, aber wir ein paar Wörter mit mir reden. Lizenz hier für Schwerlasten hast du nicht gesehen und Benzin, aber einparken ist wohl nicht Herr Mercers Sache. Aus. Gut, ja, sorry fürs Einparken, das war nicht das Allerbeste, aber die Fracht ist angekommen. Ich werde gleich mal mit ihm hier, mit dem, ja, genau mit dir, werde ich vielleicht mal reden hier. Die Tore werden wahrscheinlich hochfahren und dann werden sie mich abladen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, abonniert gerne, liked gerne, kommentiert gerne. Wie gesagt, in jedem Video, jeder Kommentar wird gewürdigt, wird kommentiert. Freut mich sehr.
und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Die Hupe darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Hupe ist verbesserungswürdig, aber mal gucken. Ist ja nicht mein Truck. Haut rein. Bis denn, ne? Ciao, ciao.